Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum? Ich habe keine Ahnung. Asylum. Ich spreche es einfach so aus. Es ist so grässlich. Ich hasse dieses Wort. Naja, ihr wisst, was gemeint ist. Okay. Los geht's. Ja. Asylum? Asylum. Asylum. Asylum? Ach, egal. Okay, los. Komm, ich brauche Punkte. Und wer bist du, Hübsches? Joker muss herausgefunden haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet hier. Wo? Oh, die Tür geht auf? Na, no. Tschüss. Kannst du mich hören, Batman? Ich weiß, du kannst. Ja, ich bin es. Edward Nigma, der Riddler. Und viel wichtiger, dir intellektuell überlegen. Mein Genie hat es mir erlaubt, mich ganz einfach in deine primitive Kommunikation zu hacken. Mein Ziel ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und, naja, du wirst sehen. Bereit für die erste? Gut. Aber sei vorsichtig. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Zum Scannen. Du hast es also geschafft? Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Oh, was haben wir denn jetzt? Jokers Szene zerstöre 10 dieser. Ich, Edward Nigma, habe rund um Arkham eine umwerfende Auswahl an Herausforderungen und Rätseln versteckt. Ah. Kannst du sie alle lösen? Wirst du alle meine Trophäen finden? Bist du bereit aufzugeben? Dein Mikro. Das interessiert Batman, mich ich bin nicht. Hier drüben. Ich habe gesehen, wie du das Zimmer geräumt hast. Sorry, Leute, ich wusste nicht, dass er dann aufhört zu sprechen, wenn ich das wegmache, aber das interessiert mich sowieso nicht, solche Sachen. Weil wir haben ein Upgrade verbessert. Definitiv Panzerung. Ich bin voll die Pussy. Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war Abschaum. Muss ich jetzt hier alleine? Es tut mir leid, Kumpel. Alleine weiter, ja. Kann ich hier so einfach raus? Sehr schön. Da ist eine Trophäe drin, ne? Du weißt nichts über Gotham, Jack. Stell dich beim Herausfordern. Dankeschön. Ich finde das immer richtig geil, wenn das immer alles so schnell weggeht. Dass man es gar nicht richtig lesen kann. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham. Oh. Ja, man weiß ja nie, ob man dann da noch drinnen bleiben soll oder nicht, ne? Ich bin es halt gewohnt von den Spielen, dass es trotzdem weiter labert, ne? Heute Nacht träume ich von Luftschächten. Und draußen? Spielt das nicht die ganze Zeit da drinne?
Wieso kann ich das? Oh. Ich verstehe. Ach so, weil ich es muss. Gut. So, wo sind wir denn? Ich sehe jetzt schon wieder einen Luftschacht. So, das sind unsere. Das sind doch unsere, oder? Das sind Bullen, ne? Oder? Das sind Polizisten, komm. Mach keinen Scheiß, das sind Bullen. Harley hat mir erzählt, dass Batmans Auto immer noch vor der Intensivbehandlung parkt. Aber ich will nicht, dass er die Insel schon jetzt verlässt. Jeder Verbrecher, Mörder oder Kindergartenerzieher, der nicht gerade Partybefehle ausführt, sollte dahin gehen und alles zu Brei schlagen. Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Aber okay. Da sind wir, da ist unser Auto. Alles klar. So, wir sind gerade da. Wir müssen dann da durch, um zu unserem Auto zu kommen. Medizinische Abteilung, Zuchthaus. Ja. Die Villa? Da kommen. Nee, da sind wir nicht rausgekommen. Wir sind aus hier rausgekommen, genau. So, botanische Gärten. Beschütze das Batmobil. So, das heißt, wir müssen da jetzt durch. Alter, ich hab nicht gesehen, dass das Feinde sind. Okay. Na komm, stirb. Ich glaube, in so Kampfsituationen sollte man echt besser... Ey, ihr Wichser! Die ganze Insel steht bald unter meiner Kontrolle. Ist genau so ist es, Jungs und Mädels. Wir. Wartet nur, bis ihr meine Pläne für diesen Ort hier seht. Es wird dran. Komm schon! Ey, ich war hier gerade am Treten, ja? Du meine Güte! Lass nicht zu, dass er dich schlägt! So, das ist mein Auto. Pfoten weg, ey. Krieg ich die Krise. Es gibt einen Vorrat an Explosivgel im Kofferraum des Batmobils. Vielleicht brauche ich es. Ja, komm, machen wir erstmal mal den Kofferraum auf. Ich habe gerade irgendwie Supernatural Backflags. Scheiße. Flashbacks. Oh Gott, ich sag das immer. Warum? Ich weiß nicht.
Kacke. Kann benutzt werden, um strukturelle Schwächen in der Bausubstanz. Gott, was ist denn los mit mir? Ja, ne? Ich kann gerade irgendwie nicht lesen, glaube ich. Oh, jetzt kriege ich schon eine Durchsage. Ich muss erst mal was trinken. Jeden Winkel ab. Ich will, dass alle gefunden werden. Hey! Ich will eben nicht, dass einer die Party... Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. Das zum Beispiel... Merkwürdig, das ist Gordons Pfeife. Barbara hat sie ihm gegeben. Er würde sie niemals zurücklassen. Das war so offensichtlich jetzt gerade. Wild Country, Gordons Lieblingstabak. Gordon ist schlauer, als er aussieht. Er hat mir eine Spur hinterlassen, der ich folgen kann. Oracle, ich habe eine Pfeife gefunden. Darin sind die Initialen deines Vaters eingeschnitzt. Die habe ich ihm letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Er würde sie niemals zurücklassen. Genau. Er hat mir eine Spur hinterlassen. Er lebt, Barbara. Die Sicherheitstüren sind verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden, um wieder auf Gordons Spur zu stoßen. Die Wand vor mir ist dünn genug. Mit dem Explosivgel kann ich einen Weg freisprengen. Huch, was mache ich denn? Nein, so geht das nicht. Oh. Okay. No. Paging-Ruf an Dr. Howard und Dr. Fein. Dr. Howard! Sorry, Leute. Ihr habt sicher das Vibrieren meines Handys mitbekommen. Ich habe gerade einen Anruf gekriegt. Oh, immer zu den ungünstigsten Zeitpunkten. Da hat man schon 23:30 abends und es rufen trotzdem noch Leute an. Naja, weiter geht's. Da fragt man sich, wieso ist da eine Tür? Aber was will er denn jetzt hier schon wieder? Wieso kann ich da hoch? Was hat das für einen Sinn? Ah. Oh. Oh. Na gut. Ich sammle ja hier die Dinger eh nicht. Joker hier. Denkt dran. Ich beobachte euch alle. Wo ihr auch seid. Sogar dich. Ja, dich. Ich finde das geil, dass der das daneben gar nicht mitkriegt. Das ist klasse. So. Da sind noch welche. Ich muss sowieso nach da hinten runter, ne? Ich muss, darf nicht nach da. Sind das jetzt Bullen oder? Ich kann nie sehen, wer das ist. Hab ich mich jetzt erschrocken. Hund. Ich denke, das ist ein Bulle. Batman, was ist los? Die Verrückten bewegen sich auf das Medizingebäude zu. Und was macht Joker? Er versucht, die Insel Stück für Stück zu übernehmen. Sieht aus, als wäre das Medizingebäude sein nächstes Ziel. Ist jemand aus dem Gebäude entkommen? Ich sah, wie ein Doktor versuchte, rauszukommen. Er wurde zerrissen. Ins Wasser geworfen. Er hatte keine Chance. Sie warten hier. Ich bin gleich zurück. Zerrissen? Joker hier! Lasst mich alle neuen Bewohner von Jokers Anstalt daran erinnern, dass sie einer einfachen Regel folgen sollten. Die Strafe bei Nichtbeachtung dieser Regel ist der Tod. Keine Wenns und Abers. Wisst ihr, was das Beste an dieser Regel ist? Sie ist ein Geheimnis. Oh, da kann ich nie rein.
Ach so. Ach, leck mich doch, wenn das nicht geht hier, die Scheiße. Ja, ich sehe hier ein Fragezeichen. Oh, 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 oh. Ah. Entdeckung, ah. Entdeckung. Ist irgendwas Hilfreiches drin, ne? Ich weiß nicht, wie ich das... Ich will nur alle wissen lassen, dass ich eure harte Arbeit wirklich schätze. Euch Jungs zuzuschauen, ist wie sich bei mir zu Hause meinen Lieblingsfilm anzusehen. Wie heißt das? Die Fledermaus! Angriff, ihr Frau! Ich mach Hackfleisch aus dir! Oh, alles okay, Kumpel? Jetzt gerade gezwiebelt. Wirf ihn zum Boden und trampel! Lass nicht zu, dass er dich schlägt, du Idiot! Ich hau einfach drauf zu. Das kann ich am besten. Das läuft ordentlich. Das ist super. So, was soll ich jetzt? Jetzt soll ich hier rein, ne? Hab ich recht? Oh. Ernsthaft jetzt? Hey, verschwinde, Batman! Das ist meine Ich-Zeit. Wo ist Gordon? Würdest du es nicht gern wissen? Ich bin hier drüben. Halt's Maul! Au! Oh! Du dumme Kuh! Harley! Was macht er hier? Es ist zu früh! Tut mir leid, Süßer. Sei nicht sauer auf mich. Oh, du kleines Luder! Ich kann nie böse auf dich sein! Tut mir leid, Batman. Du musst einen anderen Weg finden. Ciao! Ich komme nicht durch das Sicherheitstor. Ich muss einen anderen Weg finden. Das haben wir gerade schon gehört, ja. Dann anderen wegen medizinischer Abteilung. Da muss ich rein. Finde Gordon, indem du deinen Tabakspur verfolgst. Ja. Da muss ich rein. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas im Zuchthaus überhaupt machen könnte. Gibt's doch nicht. Hier muss doch irgendwie. Oh. Eine Möglichkeit geben, reinzukommen. Hat jemand vielleicht ein Fenster aufgelassen oder sowas? Detektivmodus. Hallo! Idiot. Lasst mich euch in eurem neuen Heim begrüßen. Hier in der Idiotenanstalt haben wir nur eine Regel. Ihr werdet uns niemals verlassen. Ach, ich weiß nicht. Schitte. Wechsel in den Detektivmodus, um strukturelle Schwächen der medizinischen Abteilung zu finden. Da habe ich jetzt. Strukturelle Schwächen. Oh. Ich habe eine strukturelle
eine strukturelle Schwäche gefunden. Lassen, dass ich eure harte Arbeit wirklich schätze. Euch Jungs zuzuschauen, ist wie sich bei mir zu Hause meinen Lieblingsfilm anzusehen. Wie heißt er nochmal? Ach ja, Angriff der dummen, stümperhaften Idioten, die keinen Trottel finden können, der sich als Fledermaus verkleidet. Und jetzt weiter. So macht man das. Ich will, dass alle Ärzte zusammengetrieben werden. Such das ganze Medizingebäude ab. Ich meine das ernst. Durchsucht jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer. Wenn noch ein Arzt versucht zu fliehen und das Gebäude verlassen kann, dann habt ihr nicht so viel Glück. Ich flute das Gebäude einfach mit Lachgas und lasse euch da sterben. Obwohl, das klingt lustig. Das mache ich auf jeden Fall. Ich bin ja eigentlich ein totaler Fan vom Joker, ne? Aber diese Ideen... Das ist... Scheiße. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich... Geradeaus, ne? Ich denke geradeaus. Ja, könnte... Lass mich! Sei still und geh mit den anderen darunter! Bewegung! Okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Wie tue ich das? Da ist auf jeden Fall so ein Dingens. Bewaffnet? Es ist nur einer, der da bewaffnet ist. Nee, das sind mehrere. Scheiße. Jetzt erst gesehen. Ja, das ist ja jetzt mal kacke, ne? Was mache ich denn da? Oh. Ich will hier wieder rein. Ich könnte da hoch. Und könnte dann immer jemanden ausschalten. Umgekehrtes Ausschalten. Ermöglicht Batman Gegner unter Wasserspeiern von oben zu packen und gefesselt hängen zu lassen. Ja, das würde ich gerne haben. Was ich nicht, ich kann es nicht haben. Scheiße. Ich will das haben. Schiete. Das wäre so praktisch. Ach, wie kriege ich den denn da? Und, oh mein Gott. Auf alle Wege führen nach Rom, ne? So. Guck mal, wenn ich hier alles kriegen kann. Das Problem ist nur, mache ich den, wird der aufmerksam. Mache ich den, wird der aufmerksam. Das ist kacke. Was zum... Er ist da oben, über uns. Ich werde dich von dem Ding pusten. Werd mir nicht weg. Ich hab ihn verloren. Oh Gott, ich kann ihn nicht mehr sehen. Der nächste.
ist weg, ich hab ihn verloren. Du bist ein Idiot, lass ihn nicht nochmal aus den Augen. Oh, ich weiß, ich mach das wahrscheinlich wieder total blöde. Seid ihr verängstigt? Einsam? Gut. Ich sagte sicher, dass Medizin gefunden und ihr habt versagt. Über uns in der Luft! Er könnte von überall kommen! Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist nach oben abgehauen und dann verschwunden. Ende im Hallo, Gelände. Ist ein Doktor anwesend? Nein? Schade. Ich habe hier einen Haufen verwundeter Gefolgsmänner, die ärztliche Hilfe brauchen. Sie sind in Sicherheit. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir haben gerade unsere abendliche Runde gedreht, als auf einmal bewaffnete Gangster reinstürmten und uns als Geisel nahmen. War noch jemand bei Ihnen? Sie brachten jemanden in den Fahrstuhl. Ich weiß nicht wen. Offensichtlich wollten sie nicht verfolgt werden. Der Fahrstuhl scheint abgestellt worden zu sein. Hier passiert ihnen nichts. Wir schaffen das schon. Was ist mit den anderen? Wir haben Schüsse gehört. Sie könnten tot sein. Wir sollten hingehen und helfen. Oh, das habe ich vergessen. Dr. Kellerman war im Patientenuntersuchungsraum und Dr. Chen ist in den Operationssaal gegangen. Und Dr. Young ist zum Röntgen gegangen. Okay, bleiben Sie hier. Ich finde die anderen Ärzte. Ich bin Was? Hier, Mike. Halte still. Ich befreie dich. Geht's dir gut? Wir sind in Sicherheit. Batman hat uns gerettet. Wer ist jetzt wo, hä? Gib mir Input. Da ist einer, Dr. Young. Dr. Kellerman. Dr. Chen. Toll. Ja, Fahrstuhl. Raus. Ich denke mal, der Fahrstuhl geht nicht. Ja. War mir klar. Ja, Batman, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal. Denken Sie dran, ein glücklicher Patient ist ein ruhiger Patient. Lassen Sie mich Ihnen die faszinierende Arbeit unserer neuen Forschungsleiterin Dr. Penelope Young präsentieren. Seit sie vor 2 Jahren unserem Team beigetreten ist, ist Arkham einer der Vorreiter bei der Forschung zum Verständnis des menschlichen Geistes. Guten Tag, Arkham. Lassen Sie uns über den Verstand reden. Ich mach erst rot. Wie kann eine so komplexe Einheit verstanden und gegebenenfalls behandelt werden, wenn sie Schwächen zeigt? Wie nur? Das Ziel des Projekts Titan ist eine Testung. Gerüchte besagen, dass Tom Emily mit Arkham arbeitet. Kann das stimmen? Das ist doch sowas von eine Falle. Batman! Sagen Sie nichts, Sie sind jetzt in Sicherheit. Aber das ist eine Falle! Ich weiß. Ich weiß. Aber nicht für mich. Es stimmt! Du bist wirklich der größte Detektiv der Welt! Wie hast du das gemacht, Bats? Oh, was zum Teufel? Geht da runter, Jungs, und seht mal, ob ihr herausfindet, dass er ins Gesicht geschlagen wird. Ich werde dich zusammenschlagen. Ja, erst mach ich das. Was wartet ihr? Den 1. April? Geht sofort herunter! Was tue ich da gerade? Geht's ihm gut? Sei nicht so zufrieden mit dir, Bats. Ich wiege dich nur in Sicherheit. Stell dir das als eine Probe vor, der die Premiere folgt. Du wirst schon sehen. Es tut mir leid. Ich hab's versucht, dir zu sagen. Ich konnte nicht sprechen. Ganz ruhig. Sie sind in Sicherheit. Ich werde mit diesen Schmalspur-Gaunern fertig. So, jetzt holen wir grün. Aber ich muss mich jetzt erstmal verabschieden und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.